Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal wollte ich mal auf ein Thema eingehen, das ich, es ist irgendwie so eine Sache, die wir von früher mitgebracht haben in die Zukunft 2021. Dinge, die wir auch schon die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und zwar geht es etwas darum, dass wir es lieben, mit anderen Menschen über Probleme zu reden. Ich weiß nicht, ob das so ein fränkisches Ding ist, ob das ein deutsches Ding ist oder ich weiß nicht genau, aber mir fällt auf jeden Fall auf, Menschen lieben es, so ein Thema festzuhalten und dann einfach in der Loop immer wieder drüber zu gehen. Was mir auch auffällt, ist, dass man überhaupt gar keine Lösung finden will oft. Eigentlich muss man sofort cutten und sofort loslegen. Genauso wie man mit ganz, ganz vielen anderen Problemen. Man kann sie nicht besprechen. Eigentlich müssten wir viel, viel öfters einfach kürzere Gespräche haben, weniger über diese Probleme reden und gleich statt zu lang noch über das Problem zu reden, gleich die Lösung anpacken. Früher, ja, früher war das schwierig. Also früher ging das ja gar nicht so. Und man hatte früher eben auch nur die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel vielleicht auf großen Demos getroffen hat und dann ist man da irgendwie spazieren gegangen und dann haben das voll viele gesehen, wenn voll viele gekommen sind. Und so war das halt früher. Und sonst hatte man eben nur die Möglichkeit, dass man sich vielleicht in Verbindungen irgendwie engagiert, in irgendwelchen Projekten mitmacht und so eben verschiedene Leute immer verteilt informiert über Sachen, die man eben wichtig findet. Ne? Also politische Themen, Aktivismus an sich, ging früher eben nur, wenn man sich eben ziemlich viele Connections aufgebaut hat, physisch. Oder vielleicht habt ihr einen geilen Flyer gemacht, habt den verteilt und so. Ne? Also mittlerweile, 2021, habe ich das Gefühl, wir haben das so eine Krankheit mitgetragen, beziehungsweise es ist keine Krankheit, wir konnten das früher nicht anders lösen, wir hatten nur die Möglichkeit, eben miteinander zu reden und alles, was wir uns gesagt haben, konnte sich weitertragen. Natürlich ein wahnsinnig krasses Ding, wenn sich da überhaupt irgendwas weitergetragen hat. Dann kam irgendwann das Internet und das Internet macht sozusagen, dass ihr einmal was sagt. Und dann stellt ihr das online und dann sagt ihr das dort die ganze Zeit, während ihr offline nochmal was anderes sagt. Super interessantes Thema. Das heißt, ihr könntet theoretisch früher ein Thema ansprechen, online stellen und dann sprecht ihr dort die ganze Zeit über dieses Thema, jeden Tag, so oft eben jemand täglich aufruft, während ihr hier nochmal ein anderes Thema ansprecht. Irgendwann hat man dann irgendwann das Bewusstsein, dass man merkt, wow, wenn ich jetzt 500 Themen hier anspreche online, dann rede ich die ganze Zeit über diese 500 Themen, teilweise Stunden am Tag, während ich hier noch was anderes mache. Ne? Auch vielleicht merkt man das dann sozusagen, das hier ist der aktivere Teil, der Offline-Teil. Also jetzt überlege ich, was ich als nächstes Thema anspreche, beziehungsweise trage auch die Themen, die ich vorher angesprochen habe, weiter oder referenziere auf diese Sachen, damit die Menschen dahin gehen, wo ich drüber rede. Aber hier kümmere ich mich mehr ums Jetzt und was ich als nächstes anpacken möchte, ne? Neue Themen. Vielleicht auch neue Themen, die ich dann auch online wieder anpacke. Und online habe ich alles, was ich eben in der Vergangenheit, was mich da beschäftigt hat, wo ich sage, das sollte man ansprechen, da möchte man Menschen irgendwie auf eine bestimmte Sache aufmerksam machen, vielleicht Ressourcen teilen, vielleicht bestimmte Links und einfach aktivieren. So. Und jetzt passiert was wahnsinnig Interessantes. In Telefongesprächen, in Offline-Gesprächen. Menschen lieben es, teilweise sich zu treffen und dann nur über Probleme zu reden. Und genau an dem Punkt sage ich dann meistens eigentlich, mittlerweile auch, ich diskutiere mit Offline-Menschen nicht über Probleme. Ja, das sage ich zu den meisten. Es gibt ein paar wenig Menschen, mit denen rede ich sehr, sehr gerne. Es gibt Menschen, die haben auch ein sehr, sehr bewusstes Denken, auch offline. Da rede ich auch sehr, sehr gern offline, aber die meisten Menschen reden gerne über Probleme um des Reden wegens. Menschen wollen einfach darüber reden. Menschen könnten auch genauso erzählen, wie sie Feuer machen im Garten und gebe uns beiden irgendwas, weil dann freue ich mich, dass der sich gefreut hat und der eine schöne Zeit hatte. Ich freue mich auch grundsätzlich, wenn mir Menschen alles Mögliche erzählen, wobei sie Spaß hatten, aber ich möchte Menschen einfach darauf hinweisen, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr über Probleme zu reden, weil ich habe genug Probleme und behandle die ganze Zeit und ich habe eben am Tag immer nur eine Möglichkeit, einen Film rauszustellen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Jetzt kommt ein entscheidender Punkt dazu und der ist so wichtig, dass man den einfach immer wieder ansprechen muss. Die Menschen verstehen nicht und ich habe momentan eben
dadurch, dass ich meine ganzen Sachen gemacht habe, habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt. Und all diese Menschen teilen dann natürlich auch hin und wieder was mit dir. Denken sich dann, ganz interessant, der hat ja eine Reichweite, dann kann der ja diese Message viel einfacher teilen. Das Problem ist, ich habe meine Reichweite eben nur für meine Themen und das interessiert die Menschen. Beziehungsweise die Menschen folgen mir, weil sie eben das aus mir heraus wollen, was mich interessiert. Also die Leute wollen eben das, wovon sie wissen, dass es dann von mir kommt und sowas intrinsisch motiviert ist. Und wenn ich jetzt natürlich immer von zum Beispiel 1700 Leuten, die mir jetzt gerade auf YouTube folgen und ein paar schreiben mir, wenn ich dann immer wahllos alles verteile, was ich reinkriege, dann kommt auf der anderen Seite irgendwas komplett Weirdes raus. Und deswegen sage ich dann zu den Leuten auch immer, ja, dann fang doch du an zu teilen. Fang doch du an rauszugehen und diese Themen auf die aufmerksam zu machen. Ich kann dir zeigen, wie, ich kann dir helfen, ich kann dich supporten, ich kann dich unterstützen mit Likes, mit allem Möglichen. Aber du musst verstehen, ich kann dein Thema nicht auf meinem Kanal packen. Und entweder dann kommt eine ganz, ganz weirde Diskussion darüber, warum meins nichts bringt, weil man dann auch immer, man sieht dann sofort diese Angst, ich müsste dann die Kamera aufstellen, ich müsste mir zuhören, ich müsste reden, ich müsste es online stellen, dann kann ich bewertet werden von den anderen und das habe ich überhaupt gar keinen Bock. Ja, und dementsprechend halten Menschen dann Dinge lieber zurück, diskutieren sie immer wieder offline und was sie da eigentlich sagen ist, eigentlich ist meine Angst höher als mein ideologisches Bewusstsein. Und eigentlich ist es voll okay, dass ich so viel Angst habe, davor zu sprechen und danach bewertet zu werden, dass ich lieber meine ganzen Probleme für mich behalte und immer wieder eigentlich mit Menschen diskutiere, was es für Probleme gibt. Aber am Ende sollten wir immer alle wissen, wenn wir es nicht lostreten und wenn wir nicht rausgehen und wenn wir nichts machen, zu Hause werden wir keine Probleme lösen. Und schon sicher nicht die, die auf der Welt passieren, und zwar außerhalb deines Zuhauses. Damit würde ich einfach weitergeben an jeden Einzelnen, der Bock hat, was zu ändern. Seid euch klar, ändern tut ihr was, genauso wie ab dem ersten Stück Müll sammeln, ab dem ersten Post, den ihr macht, ab dem ersten, ja, ab dem ihr ein Profil erstellt und dort anfangt mitzuschreiben, zu teilen, was ihr denkt und aktiv mitzumachen, mitzudiskutieren in bestimmten Themen. Jede Meinung hat irgendwo ein Platz ist wichtig, kann Dinge anstoßen und macht euch das bewusst. Und ich für meinen Teil, ich werde einfach in Zukunft noch krasser drauf schauen, dass ich habe mir überlegt, dass ich einfach in Zukunft versuche, mich nicht mehr zu sehr in irgendwelchen Diskussionen zu verfangen. Und ich für meinen Teil eben weitaus mehr diese Gespräche, auf die Gespräche verzichten muss, wenn ich dabei nicht irgendwie positive Energie bekomme. Oder wenigstens Inspiration, etwas wirklich weiter besser zu machen, was ich schon mache. Denn man muss sich klar sein, jedes Mal, wenn ich daneben sitze und Leuten zuhöre, wie sie über ein Problem reden, was sie selbst nicht anpacken, fühle ich mich ja genötigt, das Problem auch noch anzupacken. Und so sammle ich also die ganze Zeit die Probleme von Leuten mit ein, weil mein Ziel ist es irgendwie, Probleme zu lösen mit meinen Videos auch, mit allem, was ich mache, meiner Arbeit. Und dementsprechend muss ich natürlich dann irgendwie reduzieren, wenn ich mit Menschen zu oft zusammen bin, die nur über Probleme reden, dann wäre das völlig Overdose für mich, weil ich dann die ganze Zeit, ich gehe dann raus mit diesen Problemen. Und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Menschen, die danach irgendwie sich ablenken und diese ganzen Themen wieder vergessen, sitzen die bei mir im Kopf. Und es kann sein, dass ich dann sozusagen für Tage, Wochen oder Monate irgendwie ausgenockt bin und nur noch über diese Sachen rede, bis ich gelöst habe, zu überlegen, wie ich jetzt die anpacke oder nicht. Oder bis ich für mich geklärt habe, ob das jetzt wichtig sei, anzupacken oder sie irgendwie. Ja, also ich habe da auf jeden Fall Ballast im Kopf. Und im Gegensatz zu anderen Menschen bin ich nicht so gut im Ausblenden. Und dementsprechend muss ich also eher auf diese Problemgespräche verzichten. Aber ich finde es immer sehr interessant und würde einfach nur mal mitgeben an jeden, ihr solltet euch klar sein, es wäre weitaus besser, wenn ihr einfach diese Zeit nehmt, rausgeht, einfach was unternehmt, einfach ein bisschen Gutes euch tut, ein bisschen weniger über die Welt aufregt. Und wenn ihr euch über die Welt aufregt, geht online, schreibt dort einen Kommentar und wisst, dass es immer noch weiterlebt, auch noch in 5 bis 10 Jahren. Es ist immer cool, mal hin und wieder ein Gespräch zu haben, aber mein Gefühl ist, die Menschen reden so viel, die werden wahrscheinlich weitaus mehr über Probleme geredet haben, die sie niemals lösen, als
auf sich aufgepasst zu haben und sich lieb zu haben. Right? Habt ihr euch ein bisschen mehr lieb? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde. Drifting while feeling misaligned, bringing sisters to a fucking pistol fight. Bringing pistols to a nuclear.